Hallo alle zusammen, heute mal eine etwas ungewohnte Position. Im Hintergrund mein Bodyguard. Der Hintergrund dieser Position ist folgende. Ich möchte heute ein Video über die Stars, unsere Filmstars machen und möglichst komplett als Ergänzung zu meinem Star-Special, das wöchentlich erscheint. Weil da werde ich ja nicht von jedem Star Star-Special machen können. Erstmal habe ich nicht von jedem Star so viele DVDs oder Blu-rays da. Wenn ich jetzt da immer nur 4 oder 5 Filme von einem Star habe, dann brauche ich kein Star-Special machen. Und ich habe auf meiner Internetseite movieducks.com habe ich einen Reiter mit Schauspieler. Und mit diesem Reiter möchte ich heute mit euch anfangen. Deshalb schalte ich mal um auf meinen Bildschirm. So, und dann gehe ich mit euch mal hier auf meinen Reiter drauf. MovieDucks. Und dann habe ich hier oben Links zu verschiedenen Foren, Schauspieler, dann Sammlungen, Filmzitate, Impressum. Ich zeige es euch mal kurz. Ja, als Bond-Fan hier Bond Uncut, Trailer Movies, hier meine Links zu Instagram. Dann hier nochmal ein paar alte Videos zu den Stars von damals. Da bin ich nicht mit allen fertig geworden, aber egal. Ich will jetzt hier nicht meine Internetseite vorstellen, sondern mir geht es darum, es geht heute um die Stars. Bei mir ist es hier unter Schauspieler. Und unter Schauspieler habe ich hier oben mal, die Seite ist schon ein paar Jahre alt, da sind einige Schauspieler drauf, die mir da so eingefallen sind. Vielleicht würde noch ein oder zwei mehr dazukommen oder ein oder zwei weg. Ich weiß nicht. Ich habe es mal so belassen. Und da habe ich nochmal eine Unterseite mit Biografie-Videos. Ist ganz interessant. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr mal Bock drauf habt. Und dann habe ich hier eine Sammlung zusammengetragen von allen Schauspielern, die mir so in den Sinn gekommen sind, alphabetisch sortiert und immer mit Link zu Wikipedia. Wir sind ja bei J, K und ich wollte eigentlich in diesem Video die zumindest mal alle nennen, die hier drauf sind. Und wir sind jetzt hier bei Zac Efron als Letzten, der im Bunde ist. So, da wollen wir mal anfangen mit den Stars. Also es ist heute ein Spezial, wo ich einfach mal alle Schauspieler hier auflisten will oder euch jetzt in die Kamera rein sage und ihr entscheidet dann selber, ist es ein Star oder ist es nur ein Schauspieler? Also das ist so der Unterschied, richtiger Star oder Schauspieler, weil die Liste ist ellenlang, die habe ich ja auf meiner Homepage gerade schon mal gezeigt. Also Aaron Eckhart, wem sagt das was? Ich sage die Namen nur kurz, weil sonst wird das Video ewig, wollen wir ja nicht. Adam Sandler ist klar, ist ein Star. Al Pacino ist ein Star. Alain Delon ist ein Altstar, also für die junge Generation nichts mehr. Alan Arkin ist auch schon uralt, brauchen wir gar nicht mehr erwähnen. Albert Finney, Schauspieler hätte ich jetzt mal gesagt. Alec Baldwin ist ein Star. Alec Guinness ist ein Altstar. Andy Garcia, Schauspieler. Star, Angelina Jolie ist ein Star, Anthony Hopkins ein Allstar, Anthony Perkins ein Uralstar, Anthony Banderas ist ein Star. Armin Müller-Stahl habe ich hier reingenommen, ist ein Schauspieler. Arnold Schwarzenegger ist ein Star, Ashton Kutcher Schauspieler, weil er hat jetzt gar nicht so viel gemacht, obwohl ich ihn ganz gern mal sehe in manchen Filmen. Barbara Streisand, Allstar, Ben Affleck, Star, Ben Kingsley, Star, Ben Stiller, Star, Benicio del Toro, Schauspieler. Er spielt ja meistens den Bösen eigentlich, ne? Dann Bill Murray, Allstar mittlerweile auch, Bill Paxton, Schauspieler, Billy Bob Thornton, guter Schauspieler, aber ob es jetzt der Star ist, könnte ich jetzt gar nicht. Billy Crystal hat es, glaube ich, auch nie so richtig in die Star-Riege reingeschafft, der Billy Crystal. Dann habe ich Bob Hoskins, auch nur Schauspieler. Brad Pitt, Star. Bradley Cooper, Star. Brian Dennehy, Schauspieler. Den kennen viele wahrscheinlich gar nicht.
Bridget Fonda, Schauspieler, Bruce Campbell, Schauspieler, Bruce Dern, Schauspieler, Bruce Willis, Star, Bud Spencer, Star, Burt Lancaster, Allstar, Cameron Diaz, Star, Carrie Fisher, bekannt aus Star Wars, Prinzessin Leia, Schauspieler, Gary Grant, Schauspieler, Altschauspieler, Catherine Zeta-Jones. Star oder Schauspielerin? Ich hätte es mal gesagt, Schauspielerin, die hat nicht so viel gemacht. Channing Tatum, Schauspieler. Charles Bronson, Altstar. Charlie Sheen, Schauspieler, hat ein paar gute Filme gemacht, aber so einen richtigen Star. Charlie Sheen war ja dann in der Serie dann sehr bekannt geworden, aber er ist dann von Filmen auf die Serie umgeschwenkt. Charlize Theron, Schauspieler, Charlton Heston, Allstar, Chevy Chase, Allstar, Chris Evans, Schauspieler, Chris Hemsworth, Schauspieler, Chris Pine. Oh, Schauspieler, hätte ich jetzt gesagt. So ein richtiger Star, Chris Pine, so viel hat er ja nicht gemacht. Ein bisschen Star Trek und so. Chris Pratt. Wow, Chris Pratt. Schauspieler, mal schauen, was der noch bringt. Chris Rock, Schauspieler, Chris Tucker. Schauspieler, die haben alle nicht so viel gemacht, aber sie sind keine richtigen Stars, aber sie sind gute Schauspieler. Christian Bale, Star. Christian Slater, Schauspieler. Christoph Maria Herbst, Schauspieler. Christoph Waltz. Ja, da scheiden sich die Geister. Ich finde ihn mega geil. Also, ich hätte es mal fast gesagt, er kommt schon fast an die Stars ran, aber er ist halt doch. Hat zu wenig Filme gemacht. Schauspieler Christopher Lee, Altstar, Christopher Walken, Schauspieler Chuck Norris. Er hat nicht so viele Filme gemacht. Dann war er Texas Ranger, Schauspieler Clint Eastwood, Altstar, Clive Owen. Schauspieler Colin Farrell, Star, Colin Firth, Schauspieler Dakota Johnson, Schauspielerin Dan Aykroyd, Altstar, Daniel Craig. James Bond Star, möchte ich mal sagen. Danny DeVito, Allstar, Danny Glover, Schauspieler, Danny Trejo, Schauspieler, David Carradine, Allstar, David Duchovny, das ist doch der Akte X, Schauspieler, David Hasselhoff, Schauspieler und Sänger, David Mears. Der sagt mir jetzt gerade gar nichts, Schauspieler, David Niven, Allstar, Dean Martin, Allstar, Demi Moore, Schauspielerin, Dennis Hopper. Allstar, Dennis Quaid, Schauspieler, Denzel Washington, Star, hätte ich gesagt, Dieter Hallervorden, Schauspieler, Don Cheadle, sagt mir nichts, Schauspieler, Don Johnson, Schauspieler und teilweise Sänger, Don Gleason, Schauspieler, Donald Sutherland, Schauspieler, Dolph Lundgren, Schauspieler, Dustin Hoffman, Allstar, Dwayne Johnson, Star, Ed Harris, Schauspieler, Ed O'Neill, Schauspieler Edward Norton, Schauspieler Eddie Murphy, Star, Elijah Wood, Schauspieler Elizabeth Schuss, Schauspieler Elliot Gould, Schauspieler Elias Mbarek, Schauspieler Emilio Estevez, oder Elias Mbarek könnte ein Star in Deutschland sein, aber weltweit natürlich. Emilio Estevez, Schauspieler Ernst Borgnine, Schauspieler, alte Schauspieler Eva Mendes, Schauspielerin Eva McGregor, Allstar schon bald, ne? Also er macht nicht mehr so viel. Frank Sinatra als Star und Sänger und Entertainer. Fred Dreyer habe ich mit reingenommen, meine Güte. Schauspieler mit Hunter, Gary Oldman, Schauspieler, Gene Hackman, Schauspieler oder Allstar, Gene Wilder, Allstar, George Clooney, Star, George Kennedy, Altschauspieler, George Lazenby, Altschauspieler, George Pabot, Altschauspieler. Gerard Butler, Star, Gérard Depardieu, Allstar, Gert Fröbe, Schauspieler, Glenn Close. Also, liebe Leute, ich kann jetzt nicht überall dazu sagen, ey, wir sind hier bei H. Ich sage euch jetzt einfach mal die Namen durch. Ja? Also, Glenn Close, Goldie Hawn, Götz George, Gregory Peck, Gwenny Paltrow, Halle Berry, Harrison Ford, Harvey Keitel, Heather Locklear, Heiner Lauterbach, Heino Ferch, Heinz Drache, Heinz Hönig, Helen Hunt, Henry Fonda, Herbert Knaub, Horst Frank, Horst Tappert, Hugh Grant, Hugh Jackman, Jack Lemmon, Jack Nicholson, Jackie Chan, Jacqueline Bisset,
Jake Gyllenhaal, James Belushi, James Brolin, James Caan, James Gerber, Coburn, James Franco, James Garner, James Spader, James Stewart, James Woods, Jamie Foxx, Jamie Lee Curtis, Jason Statham, Javier Bardem, Jay Reno, Jean-Claude Van Damme, Jean-Paul Belmondo, Jeff Bridges, Jeff Daniels, Jeff Goldblum, Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez, Jerry Lewis, Jessica Alba, Jessica Biel, Jet Li, Jim Carrey, Joachim Fuchsberger, Jodie Foster, Joe Penny, Joe Pesci, John Belushi, John Candy, John Cleese, John Cusack, John Goodman, John Hurt, John Lithgow, John Malkovich, John Travolta, John Wayne, Johnny Depp, John Voight, Jonah Hill, Joseph Gordon-Levitt, Josh Brolin, Josh Hartnett, Jude Law, Jude Reinhold, Julia Roberts, Jürgen Prochnow, Karl Malden, Kate Beckinsale, Kate Houston, Kathleen Turner, Keanu Reeves, Kevin Bacon, Kevin Hart, Kevin Kline, Kevin Spacey, Kiefer Sutherland, Kim Basinger, Kirk Douglas, Klaus Kinski, Kris Kristofferson, Kurt Russell, Lawrence Fishburne, Lee Majors, Lee Marvin, Lee Van Cleef. Ey, es gibt ja so viele ohne Ende. Leonard Nimoy. Leonardo DiCaprio, Leslie Nielsen, Leslie Ann Down, Lex Barker, Liam Hemsworth, Liam Neeson, Liev Schreiber, Lino Ventura, Lloyd Bridges, Louis Devenet, Matt Mickelson, Margot Robbie, Mario Adorf, Mark Hamill, Mark Wahlberg, Martin Lawrence, Martin Sheen, Matt Damon, Matt Dillon, Matthew McConaughey, Maximilian Schell, Meg Ryan, Mel Gibson, Melanie Griffith, Meryl Streep, Michael Caine, Michael Douglas, Michael Dudikoff, Michael Fassbender, Michael Ironside, Michael J. Fox, Michael Keaton, Michael Madsen, Michelle Pfeiffer, Mikey Rook, Morgan Freeman, Moritz Bleibtreu, Ned Beatty, Nick Nolte, Nicolas Cage, Nicole Kidman, Olga Kurylenko, Omar Sharif, Orlando Bloom, Owen Wilson, Patrick Stewart, Patrick Swayze, Paul Newman, Paul Walker, Penelope Cruz, Perry King, Peter Falk, Peter O'Toole, Peter Sellers, Peter Ustinov, Peter Weller, Pierce Brosnan, Pierre Priest, Pierre Richard, Ralph Fiennes, Ralph Richter, Rachel Welch, Ray Liotta, Richard Burton, Richard Chamberlain, Richard Dean Anderson, Richard Dreyfuss, Richard Gere, Richard Harris, Richard Pryor, Richard Widmer, Robert De Niro, Robert Downey Jr., Robert Duvall, Robert Mitchum, Robert Redford, Robert Vaughan, Robert Wagner, Robin Williams, Rock Hudson, Roger Moore, Roy Scheider, Russell Crowe, Rutger Hauer, Ryan O'Neill, Ryan Reynolds, all das, oder noch Jungstar, Salma Hayek, Sam Rockwell, Sam Worthington, Samuel L. Jackson, Sandra Bullock, Scarlett Johansson, Sean Bean, Sean Connery, Sean Penn, Sean William Scott, Seth Rogen, Sharon Stone, Shia LaBeouf, Sidney Poitier, Siegfried Lobitz, Sigourney Weaver, Sophie Marceau, Spencer Tracy, Steve Buscemi, müsst ihr nachschauen, Steve Martin, Steve McQueen, Steven Seagal, Sylvester Stallone, Taylor Lautner, Thea Leoni, Telly Savalas, Terence Hill, Tom Bray, Thomas Gottschalk, Til Schweiger, Tim Robbins, Timothy Dalton, Tom Berenger, Tom Cruise, Tom Hanks, Tom Selleck, Tommy Lee Jones, Tony Curtis, Uma Thurman, Uwe Ochsenknecht, Val Kilmer, Vin Diesel, Vince Vaughn, Wing Rames, sagt mir jetzt nichts, Walter Matthau oder Matthau, Warren Beatty, Wesley Snipes, Will Ferrell, Will Smith, William Dafoe, William Hurt, William Shatner, Woody Harrelson, Wotan Wilke-Möhring, Yul Brynner und Zac Efron. Jetzt bin ich durch, ich habe wahrscheinlich den einen oder anderen Star vergessen oder Schauspieler oder wer auch immer. Mir war es jetzt ein Anliegen, diese Liste mal durchzugehen und alle in die Kamera aufzusagen, die ich als Stars oder als Schauspieler sehe.
Im Endeffekt muss das jeder selber entscheiden, ist es ein Star, ist es ein Schauspieler oder ist es nichts. Ich wollte damit das alles mal auf Band festhalten, aber Band gibt es ja nicht mehr. Ne? In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und meine Aufzählung bis zum Ende angehört habt oder auch nicht. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.